Die Premiere des Kinderbuchklassikers Pinocchio am Staatstheater hat wieder einmal gezeigt, dass Lügen lange Nasen haben. Die Abenteuer der Holzpuppe Pinocchio, die so gerne ein echtes Kind sein will, wurden dabei alles andere als hölzern inszeniert. Regisseur Jörg Wesemüller hat die Geschichte in seiner Adaption um ein paar Episoden gestrafft. Das Tempo der Erzählung über die Folgen Lügen, Faulheit und Ungehorsam bleibt trotz der Länge von 2 Stunden äußerst hoch. Ich denke, eine sehr fantastische Abenteuerreise. Also es ist ja eigentlich eine Geschichte über eine Holzpuppe, die wahnsinnig gerne ein Kind sein möchte. Und auf dieser Reise erfährt Pinocchio, was bedeutet, ein Mensch zu sein. Also lernt so Dinge wie Liebe, Zuneigung, Angst, auch sich in andere hineinzuversetzen, selbstlos zu lieben. Und am Ende dieser Reise, und das lernt er alles auf dieser Reise, und am Ende dieser Reise wird er eben, weil er all diese Erfahrungen gemacht hat, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, wird er auch zum Schluss ein Kind. Es ist eine sehr fantastische Reise und es ist auch eine etwas unheimliche Welt, in die er da kommt, aber er geht da sehr tapfer und mit Lust und Neugier rein und macht so tolle Erfahrungen. Das Märchen wird mit viel Schwung, Slapstick und Musik erzählt und bezieht die großen und kleinen Zuschauer per Zuruf immer wieder in das Stück mit ein. Die Geschichte von Pinocchio beginnt, als er von seinem Vater, dem Tischler Geppetto, aus einem verzauberten Holzstück geschnitzt wird. Die frische Holzpuppe erlebt in Folge viele Abenteuer, wird von Frau Katze und Herrn Fuchs zu großen und kleinen Dummheiten angestiftet. Mir hat es schon gut gefallen. Pinocchio ist echt ein schönes Stück. Wo die Musik angegangen ist. Seine Odyssee führt durch einen Zauberwald, ein Spielzeugland und schließlich in den Bauch eines Wales.